Halli, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kontrast. So, ich wollte eigentlich schon vor einer halben Stunde losspielen. Ich musste leider alles nochmal von neuem machen. Scheinbar zählt das Speichern nicht, wenn man sich ein Dokument angeschaut hat. Das ist dann wie, als ob es gar nicht gespeichert hätte. Also musste ich mir den ganzen Mist nochmal angehen. Oh, hey. Das was zu bedeuten? Keine Ahnung. Egal. Also wir müssen immer noch die geheime Werkstatt scheinbar betreten. Wobei ich echt nicht weiß, was uns das sagen will. Aha! Okay, ich hab's. Warte. Ich komm. Ups! Ah, das war blöd. So, nochmal. Das ist, wenn man zu stürmisch ist. Man muss geduldiger sein. Ah, verdammt, okay. Ich dachte, es funktioniert vielleicht. Ich muss irgendwie gucken, dass ich auf seinem Kopf bleibe. Wow, ist gar nicht mal so einfach. Sodele. Moment, bin ich jetzt hier richtig? Hier ist auf jeden Fall, was ich lesen kann oder anschauen kann. Wissenschaftliches Bild. Ein menschlicher Kopf. Der Blick, wie man den Vogel sieht und wie er Schatten wirft. Ah, verstehe. Moment mal, bin ich jetzt von hier gekommen? Ich glaube, ich bin von hier gekommen, ja. Okay. Hm. So, die Tür habe ich auf jeden Fall mal geöffnet. Hier könnte ich ebenfalls gerade öffnen bzw. aufmachen. War ich hier schon drin? Das muss ich mal überlegen. Kann sein, dass ich darüber muss. Ich will aber gleich erstmal hier unten noch lang schauen, bevor ich vielleicht noch irgendwas vergesse oder verpasse. So, auch hier machen wir auf. Ah, okay. Das ist, glaube ich, der Ausgang, ne? Und ich kam dann hier rein und habe das benutzt. Ach so, ich verstehe. Jetzt kann ich hier hoch und kann von oben drauf springen. Das ging, glaube ich, vorher nicht. Mal schauen, wie ich das am besten mache. Oder aber ich gehe in den Schatten. Da muss ich aufpassen. Okay. Nein! Okay, okay. Ach, Mensch. So eine Kleinigkeit. Ja, das hat mich jetzt gerade echt angenervt, dass ich alles nochmal machen musste, weil das gerade so ein absolut schwieriger Part war, fand ich. Hier komme ich nicht durch. Probieren wir es mal ganz einfach. Kann ich einfach so geradeaus drüber springen? Vielleicht muss ich gar nicht durch den Schatten. Nee, das funktioniert nicht. Hätte ja sein können. Manchmal denkt man zu schwierig. Okay, also da lang willst du es irgendwie nicht machen. Über die Fenster komme ich auch nicht. Ich kann eigentlich nur, wenn hier lang, gehe ich von aus. Ach, nee, nee, ich weiß. Ich muss das hier jetzt nochmal drehen. Und muss mir das jetzt aber anschauen. Oh, ich kann das gar nicht mehr drehen. Okay. Hab's wieder falsch vermutet. Ich dachte, ich müsste das drehen, damit es jetzt besser steht oder so, dass ich einfacher rüberkomme. Aber leider ist es so nicht. Moment. Wieso komme ich denn da nicht durch? Das ist zu dick wahrscheinlich, ne? Quetsch dich. Ja, weil hier oben komme ich ja nicht hin. Das funktioniert nicht. Und hier werde ich automatisch raus. Ach, ich hab's. Ah, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, wie es funktioniert. Ich muss wahrscheinlich erstmal springen und mich dann schnell versuchen, in den Schatten reinzukriegen. Anders wird das vielleicht gar nicht funktionieren. Ah, verdammt. Das
geht gar nicht mal so einfach. Also ich, das ist jetzt nur eine Vermutung. Ich habe keine Ahnung. Ja, wieso? Mein Gott, spring doch mal ein Stückel weiter. Nehmen wir mal ein bisschen Anlauf. Haha, wer sagt's denn? Tada, es hat funktioniert. Okay, rein da. Hier haben wir auch wieder ein Dokument oder sowas in der Art. Und zwar ist es ein Zeitungsartikel. Illusionist sagt Vorstellung ab, Grund unbekannt. Freunde des Surrealen warten schon seit langem darauf, dass der fantastische Vincenzo nach Glastonbury kommt. Und vor einigen Wochen schien der Traum erfüllt zu werden. Das Strode Theater hat 10 Vorstellungen des berühmten Illusionisten in diesem Juli angekündigt. Aber leider wird der Zauberer Dinge nicht verschwinden und wieder auftauchen lassen, wofür er berühmt geworden ist, sondern erst gar nicht auftreten, wie das Strode heute bekannt gab, ohne dafür irgendwelche Gründe zu nennen. Glücklicherweise stehen zahlreiche andere fantastische Vorstellungen in der Stadt an. Das Cirque Lafayette hat seine Zelte in den Ruinen der Abtei aufgeschlagen und lockt mit Akrobaten, tanzenden Bären und einer Reihe von so amüsanten wie abscheulichen Freaks. Zudem ist Madame Letourneau ins Archer's Way zurückgekehrt, um Reisenden und Einheimischen die Zukunft vorauszusagen. Als ob das... Mehr sieht man leider nicht. Das ist dann wahrscheinlich nicht mehr ganz so wichtig. So, mal gucken. Das ist... Ist das die geheime Werkstatt? Ich gehe davon aus. What are you doing here? Who are you? How did you get in? Through the big clock. You went through the clockwork? How? Who are you with? It's a puzzle, right? It's meant to keep strangers out. It's a very good puzzle. Not good enough, apparently. But I'm not a stranger. I'm Dee Dee. Dee Melancholia. Oh. Your mother put you up to this, didn't she? She thinks I'm doing my homework. I wanted to meet you. I didn't ask for a child, all right? You didn't want a child? What would I do with one? I'm a busy man. My apparatuses are precise. They take months to hone. How would I have the time? That is what I told her. I'm sorry. I travel. I'm going on tour for 6 months. Budapest, Istanbul, Calcutta, Shanghai. I dine out with dukes and gangsters. But I could help you with your apparatuses. I'm good with puzzles. You could train me. I won't be any trouble. You broke my left-handed induction coil. That took me a week to tune. I'm sorry. I told your mother all of this years ago. What is her phone number? Okay, see? This is what I'm talking about. This is what I can't have. Your mother cried every week. You're better off with Kat. A little girl should be with her mother. Okay. All right. Do you want to come to see my show? No! Well, here's 2 tickets in case you change your mind. Okay. Let's get Kat on the phone, hm? Ja, das war irgendwie nicht so gut. Wo kommst du denn her, die Errungenschaft? Triff dich mit Didi bei der Bühne. Welche Bühne meinen die jetzt? Wahrscheinlich die Zirkusbühne. Dann müssen wir hier nach oben wieder. Arme Didi. Das hat sie nun wirklich nicht verdient. Sie wollte einfach nur ihren Vater kennenlernen und der ist so arschig, ey. Was? Ich komme hier nicht runter? Nee. Okay, wo ist die Treppe? Ich glaube, ich muss hier einmal den Gang runter. Nur was? Oh mein Gott, ich habe mich verlaufen. Ich habe keine Ahnung, wie man da hinkam. Jetzt bin ich wieder hier. Okay. Vorhin, wo ich hier... Ich musste ja nochmal neu machen. Vorhin, wo ich hier die ganzen Kugeln nochmal gesucht habe. Es waren ja zum Glück nur 4. Aber da habe ich die ganze Zeit... Bin ich irgendwie wieder beim Zirkus gelandet. Jetzt komme ich nicht mehr rein. Ah, von hier. Das sieht doch besser aus. What do I do with you? Lock you up?
put bars on the windows. I can't stay at home all night and watch you. I know. I'm not one of those secretaries who punch out at 5. I'm a rising star, right? Did Johnny know about this? Because I'm gonna kill him. I just wanted to talk to Vincenzo. I never should have let him back. I just needed... just wanted... And now, ladies and gentlemen, the amazing Vincenzo's Theater of the Unreal! I knew it! Das ist I knew schlecht. This was another one of Johnny's pipe dreams. You screwed up again, didn't you? Johnny, what's going on? Is this part of the show? I got it. They're getting antsy. They're gonna want their money back. If you give them their money back, you can't pay us. It's all under control. I just gotta go find a spare bulb. Fuse, something. Why can't he get anything right? We're gonna have to fix this one too. Tja, das ist wirklich eine gute Frage. We need to light up the stage somehow. Geh zum Leuchtturm. Moment, der Leuchtturm. Ich weiß nicht, wo der sein soll. Wir müssen jetzt erstmal zum Leuchtturm. Ich glaube, das war der, wo wir schon mal waren. Da, genau. Ja, das müsste der sein. So, jetzt bin ich hier und jetzt. This is a weird lighthouse. Do you think it's some kind of science lab? It reminds me of Vincenzo's workshop. I think this is what lights up the lights up there. Let me see if I can fix it. So, ganz kurz geschnitten, schalte das auf die Bühne gerichtete Licht ein. Wie komme ich da jetzt am besten rein? Gucken wir mal gerade drumherum. Nee. Hä, irgendwo muss es hier doch reingehen. Ach so, Momentchen. Vielleicht muss ich an diesem Ding da, was da so geleuchtet hat, vielleicht muss ich da noch ein paar Kugeln oder so abgeben. Sekunde. Kann man hier mit interagieren? Nee. Scheiße, wie geht das? Was zur Hölle? Ah, hier, in den Schatten. Okay, okay. Da ist ein Terminal. So, das hat sich jetzt auf jeden Fall soweit. Da oben ist eine Kiste. Wofür ist diese Kiste da? Muss scheinbar irgendwas machen. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo dieser Lichtkegel genau hinführt. Huch! Das war so nicht geplant. Hallo, Lichtkegel, komm zurück. Okay, der kommt zurück. Wo ist der denn? Ganz da oben? Wie soll ich denn da hinkommen? Okay. Scheinbar funktioniert das hier so nicht. Oh. Interagieren. Ah, ich kann interagieren. Ah. Huch, was war jetzt? Moment. Geht das nur in die Richtung? Hm. Ich
verstehe das gerade tatsächlich gar nicht. Ach, deswegen. Wenn ich das nach links mache... Warte mal. Oh, so. Okay. Ich könnte hier in den Schatten... Ich muss mir das jetzt erstmal angucken, wie das überhaupt aussieht. Ach so, hahaha. Ich kann es mir gar nicht anschauen. Boah, verdammt, das ist ja schwer. Hä, wobei, warte mal, das kann ja auch nicht sein. Sobald ich es da wieder drauf bewege... Moment mal. Muss mal gerade schauen. Ich könnte mir maximal vorstellen, dass ich... Sekunde. Probieren wir das mal. Das lassen wir jetzt mal so. Jetzt hüpfe ich mal hier rüber. Nehme die Kiste. Gehe damit in den Schatten. Stelle die Kiste ab. Stelle mich hier drauf. Falle natürlich runter. Verdammt, wie soll das gehen? Wir könnten höchstens mal ausprobieren. Oh, obala. Oh, bitte sag nicht, es ist jetzt auf null zurück. Okay, nee, das passt. Wir könnten jetzt höchstens mal ausprobieren, ob wir damit jetzt tatsächlich die Kiste hier rüber transportieren können. Huch. Das war so nicht geplant. Aber vielleicht funktioniert es trotzdem. Interagieren. Okay, ich habe die Kiste. Sehr schön. So, und dann könnte es sein, dass wir hier drüber kommen. Moment. Stellen wir mal hier ab. Oh wei, jetzt musste ich niesen. So. Wenn man das Ganze jetzt vielleicht nochmal hier hinstellen, vielleicht geht das. Ich kann mit Kiste nicht springen. Einmal nehmen. Nimm dir die Kiste. Nee, das geht nicht. Ah, oder so. So geht es. In den Schatten. Und fallen lassen. Okay. Ja, und da ist ja jetzt die Problematik. Wie komme ich jetzt hoch? Weil ich kann... Ich kann da nicht springen, eigentlich. Ich könnte jetzt höchstens gucken, dass ich den Schatten höher setze, was aber irgendwie, glaube ich, nicht viel bringen wird. Mal so gucken. Ah, Moment. Könnte sogar tatsächlich funktionieren. Ah, okay. Aber sie müsste eigentlich sich mal am besten festhalten dafür. Ja, meine Güte. Wie machen wir das denn mal? Nochmal interagieren.
Sie macht es nicht. Es könnte so gut funktionieren. Es könnte so verdammt gut funktionieren. Ja, meine Güte. Also ich glaube, sobald ich hier oben bin, ist das schon alles so in Ordnung. Aber bis dahin komme ich halt noch nicht hin. Ach. Verdammte Scheiße. Okay, alles gut. Ich habe zu schwierig gedacht. Schon wieder. So, Kiste raus da. Komm her, Kiste. Okay, oh meine Güte. Jetzt können wir erstmal hier hoch. Was haben wir denn jetzt hier Schönes? Also hiermit kann ich scheinbar irgendwas machen. Aber wahrscheinlich muss ich jetzt das Lichtding wieder auf das andere richten. Moment. So. Jetzt gehen wir hier gerade nochmal nach oben. Ah ja. Okay. Moment, hier ist das auch hingekommen. Da gehe ich gerade mal dahin. Perfekt, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Interagieren. So, dann haben wir hier Kiste Nummer. Muss ich das hier runterwerfen? Nee, jetzt bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Aber eigentlich wäre es das Logischste. Nee, Moment. Ich muss jetzt einfach hier rüberlaufen mit Kiste. Wir warten mal einen Moment. Kommt gleich wieder der Lichtschein. So. Wow, jetzt muss ich mich aber beeilen. Einmal das. Fallen lassen. Okay, das hat funktioniert. Dann kann ich jetzt von da drüben... Huch. Eigentlich da rein. So. Boah, was ein... Getrickse hier, das ist unglaublich. Was haben wir hier Schönes? Bild des Schattens eines Mädchens neben einer Frau auf dem Gehweg. Was zur Hölle ist hier los? Junge, Junge. Okay. So, schalte das auf die Bühne gerichtete Licht an, haben wir immer noch. Hier haben wir nochmal ein Dokument, was wir uns anschauen. Vortrag von Dr. William James, Professor der Psychologie an der Harvard-Universität, Autor von Ein pluralistisches Universum und die Bedeutung der Wahrheit, Gründer der Amerikanischen Gesellschaft für psychische Forschung, 2. Dezember, 20 Uhr, Frosthalle. Das astronomisch sichtbare Universum ist nur eine Möglichkeit, parallel zu unserem Universum können auch weitere Universen existieren. Die Menge aller möglichen Universen ist das Multiversum. Welche Bedeutung hat das Multiversum für die Erkenntnistheorie und die Eschatologie? Fangen neue Universen als Folge des freien Willens an zu existieren? Können Wesen sich zwischen Paralleluniversen bewegen? Dr. James wird zudem über seine Untersuchung des Multiversums referieren, die er mittels mystischer Erfahrungen und Experimenten mit Lachgas und POT angestellt hat.
Was auch immer das ist, das weiß ich nicht. Familienbaum, irgendwas. Was haben wir hier? Verschwundener Illusionist sucht im Zusammenhang, Zusammenhang mit verschwundener Assistentin. Scotland Yard sucht fieberhaft nach dem unbekannten Illusionisten Arthur Iliescu. Um dicht in das Verschwinden seiner Assistentin Aurora Rose wohnhaft in Chipping Norton zu bringen. Miss Rose wurde zuletzt auf der Bühne des Baker Street Theater während Mr. Iliescus berühmter Zaubervorstellung gesehen. Mr. Iliescu ist bekannt dafür, dass er seine attraktive Assistentin verschwinden und wieder auftauchen lässt. Am Abend des 28. Oktober jedoch versäumte er offensichtlich den zweiten Teil des Tricks. Im polizeilichen Gewahrsam gab er zu Protokoll, dass er selbst am meisten darüber erstaunt sei, dass Miss Rose nicht dem Ablauf der Vorstellung folgend wieder auf die Bühne auftauchte. »Sie löst sich zwar in Luft auf«, sagt Mr. Iliescu, »aber danach müsste sie wieder zurückkehren. Polizeiinspektor Giles Lestrade geht von keinem Verbrechen aus. Vielmehr habe die Polizei keinerlei Hinweise dafür gefunden, dass Miss Rose in dieser Welt weiter existiert. Mr. Iliescu wurde am Donnerstag freigelassen. Jetzt sieht es allerdings so aus, als ob auch er verschwunden ist. Seine Vorstellungen in der Baker Street wurden abgesagt und in seinem Hotel, dem Blackstone, wurde er nach seiner Freilassung auch nicht mehr gesehen. Seine Habseligkeiten befinden sich weiterhin in seinem Hotelzimmer und seltsamerweise wurden einige seiner Kleidungsstücke laut der Zimmermädchen von einer oder mehreren unbekannten Personen verlegt. Wer Angaben zum Aufenthaltsort von Mr. Iliescu oder Miss Rose machen kann, ist aufgefordert, sich bei Scotland Yard zu melden. Ich könnte mir ja fast schon vorstellen, dass der mächtige, großartige Vincenzo dieser Iliescu ist. Ah, es wird hier Stück für Stück gemacht. Wo geht's weiter? Aber jetzt ist gar nichts mehr da. Nochmal interagieren. Ah. Okay. Junge, Junge, Junge. Und es speichert schon wieder Bild, das die Auswirkung der Schattendimension auf die Welt zeigt. Mhm. Ist das hier vielleicht Miss Rose, die wir hier spielen? Wäre natürlich schon arg krass. Wissenschaftliches Bild. Wir haben gerade so arg viele Bilder, die wir hier bekommen. Bild eines Skeletts und seines Schattens. Oder mal Sammelobjekte. Es fehlt uns theoretisch nur noch eins. Aber ob wir das jetzt noch bekommen, das mag ich zu bezweifeln. So. Da geht jetzt Licht drauf. Ah ja. Irgendwas muss ich jetzt hier machen, aber ich weiß noch nicht was. Ich könnte mir vorstellen. Ah. Ich verstehe. Sind wir hier oben? Ich denke, das war so richtig. Ach, hier haben wir doch tatsächlich noch was. Buchhalter. Wir haben scheinbar alles bekommen. Och, ich wusste es. Bild von Vincenzo und Dawn. Exposition universell 1900. Dawn gab's wirklich. Oh, meine Katzi. Die ist so einsam. Mein Freund ist ja seit gestern weg. Boah, wie krass. Okay, das ist natürlich das heftigste Bild. Heftig, jetzt sehe ich das auch erstmal. Sind wir das hier? Hm. Was muss ich denn jetzt machen? Ich muss hier... ich muss hier eine Kiste draufbringen. Die Kiste ist, weiß ich jetzt aber derzeit noch nicht. Warte mal, ich habe unten eine gesehen. Oder hier drin. Hier ist auf jeden Fall was. Da ist eine Kiste.
Tür auf. Mach die Tür auf. Da geht Licht lang. Ich muss hier also irgendwie eine Verbindung herstellen. Ich habe aber keine Ahnung wie. Moment mal, da unten ist ja auch so ein Leuchtding. Ich da nochmal gerade. Aber das macht auch nichts. Geh auf diese Kiste hoch. Nee, das geht nicht. Okay. Ja. Irgendwas muss ich hier wahrscheinlich noch machen. Also, klar, muss ich hier noch was machen. Aber wo startet das Ganze? Hier irgendwie. Aber wie kriege ich denn die Kiste jetzt hier raus? Kann ich das öffnen? Interagieren. Ah, da ist das nächste. Verstehe. Aber jetzt komme ich ja hier nicht mehr drüber. Ach, scheiße. Ich kann immer nur eins aktivieren. Boah, lass mich doch. Nein. Oh Gott, jetzt endlich. Meine Fresse. Junge, Junge, Junge. Hier muss die Kiste drauf. Nix. Ey, das ist so schwer manchmal, das Rätsel. Wahrscheinlich bin ich zu blöd dafür. Dann würde das hier hochgehen und das öffnet sich. Ich weiß es in der Theorie schon, wie es geht, aber nicht, wie ich das bezwecken kann. Besonders, wie ich diese Kiste hier hochkriege. Naja. Ach, jetzt geht's auf. Wieso zur Hölle geht's jetzt auf? Also ich hoffe mal, dass die Tür jetzt auch aufbleibt. Jetzt werden wir mal hier interagieren. Die Tür bleibt auf. Ja, und jetzt? Jetzt die Kiste nehmen. Nee, ich habe keine Ahnung, was das letztendlich bringen soll.
Ach doch, ich kann hier noch interagieren mit. War doch gerade was. Ich darf nicht so nah ran. Ey, mein Gott. Ich muss jetzt die ganze Zeit klicken am besten. Das taucht nur ganz kurz auf und dann ist es wieder weg. Jetzt. Ah, okay. Jetzt habe ich das ausgerichtet. Komm noch mal mit. So, das ist ausgerichtet. Jetzt kommt der nächste Strom hier hin. Jetzt kann ich hier interagieren. Wo haben wir das nächste Teil? Ich sehe es gerade nicht. Ah, da oben. Aber ich zeige ja eigentlich gerade drauf. Jetzt haben wir es, okay. So, jetzt ist da Strom drauf. So. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Dann geht es hier irgendwie hin. Ja, und jetzt? War hier nicht noch mehr, was ich hätte anstrahlen können? Ich glaube aber, ich habe jetzt alle Punkte soweit bekommen. Ja, und jetzt muss ich halt irgendwie schauen, dass ich die Kiste hier hochkriege. Das ist derzeit noch ein bisschen problematisch. Wobei, das kriege ich vielleicht eher hin, wenn ich... Moment. So, mal kurz lasse. Mir die Kiste nehme. Kann ich jetzt hier nicht. Ich muss die versuchen hochzutragen, irgendwie die Kiste. Mal schauen, ob das... Nee, das geht auch nicht so ganz. Moment mal, wenn ich dann vielleicht kurz vorher das nochmal wegmache? Erstmal in den Schatten. Kiste fallen lassen. Raus aus den Schatten. Dann Interaktion. Versuchen wir mal die Kiste soweit. Kiste. Scheiße, höher geht's ja nicht. Dummerweise geht die verdammte Kiste nicht höher. Ich wüsste jetzt echt nicht, wie ich sie da wegbekomme. Nee, das klappt so nicht. Nochmal fallen lassen. Fallen lassen.
raus aus dem Schatten. Probieren wir das mal. Aber ich glaube, ich befürchte, das funktioniert auch nicht. Nee. Jedenfalls noch nicht so. Vielleicht muss ich es doch noch ein bisschen verschieben. Scheiße, das geht ja nicht weiter. Ich hab's vergessen. Moment. Probieren wir mal das. Nee, das ist nicht gut. Minimal noch so. Das könnte funktionieren. Probieren wir das mal. Ich hasse das, dass man mit Kisten nicht springen kann. Das ist so nervig. Kann mir die jetzt jemand abnehmen, bitte? Und weg bin ich. Oh Mann. Ach, herrje, das ist echt eine Scheiße. Aber gut, okay. Ich werde jetzt, glaube ich, erstmal den Part beenden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ich muss nicht mehr so viel machen, denn irgendwie weiß ich nicht mehr genau, wo es zuletzt gespeichert hat, aber sehen wir dann einfach. Also, bis dahin und viel Spaß noch. Ciao!